Sehr geehrte Frau Rebecca Schmidt, sehr geehrte Frau Professor Susanne Schröter, sehr geehrte Frau Präsidentin Thurau, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine große Freude, Sie heute Morgen hier in den Räumlichkeiten der Konrad-Adenauer-Stiftung begrüßen zu dürfen. Ein herzliches Willkommen gilt auch all denen, die heute per Livestream an dieser Konferenz, an diesem Workshop teilnehmen. Die heutige Veranstaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ein gemeinsames Projekt der Konrad-Adenauer-Stiftung mit dem Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam am Exzellenzcluster Normative Ordnungen der Goethe-Universität Frankfurt. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Sie, meine Damen und Herren, heute hier gemeinsam mit Frau Rebecca Schmidt, der Geschäftsführerin des Exzellenzclusters, und mit Frau Professor Susanne Schröter, der Direktorin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, ebenfalls am Exzellenzcluster Normative Ordnungen der Goethe-Universität Frankfurt, begrüßen zu dürfen. Wir haben damit, und das ist auch für uns, glaube ich, als Stiftung eine besondere Ehre, wir haben damit wirklich starke Partner an unserer Seite, die gemeinsam mit uns diese Konferenz konzipiert und auch organisiert haben. Deutschland, Europa und die Welt, das wissen wir, und zwar schon seit einiger Zeit, sind durch den islamistisch inspirierten Terrorismus bedroht. Es ist eine reale Bedrohung, eine Bedrohung, die räumlich nicht beschränkt ist, sondern die jederzeit und überall uns treffen kann. Sei es, wie wir es kürzlich erfahren haben, hier in Berlin, sei es in Istanbul, in Paris, in Brüssel, in Bagdad, in Tunis oder eben auch, und das habe ich selbst ja erlebt, als ich nur in den USA war, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und längst ist diese Bedrohung zu einem zentralen, wichtigen, globalen sicherheitspolitischen Thema für die Welt geworden. Dass sie global ist, zeigt sich an den Akteuren. Ich nenne hier nur beispielhaft den Islamischen Staat und Al-Qaida. Was interessant ist, ist, wenn wir über die globale Dimension reden von diesem islamistischen Terrorismus, dass er gleichzeitig gekennzeichnet ist durch eine sehr stark lokale Komponente. Und es ist sehr oft die sehr spezifische Verwurzelung, die diese Gruppierungen erst so unglaublich gefährlich machen. In der Regel haben sich die Attentäter lokaler Unzulänglichkeiten, wie beispielsweise fragile Staatlichkeit oder Marginalisierung von bestimmten ethnisch-religiösen Gruppen bedient. Und das bedeutet, dass bei globaler Reichweite wir gleichzeitig in aller Regel sehr spezifische lokale Faktoren feststellen. Und daraus folgt, wenn wir Antworten auf die Herausforderungen durch den islamistischen Terrorismus suchen, müssen wir auch die Frage stellen, welches die lokalen Gegebenheiten sind, die Terrorismus begünstigen oder geradezu befördern. Und das ist auch der Fokus, den wir heute in diesem Workshop legen wollen, nämlich zu schauen, wie das lokale Umfeld aussieht, wie die lokalen Rahmenbedingungen sich gestalten, in denen terroristische Akteure agieren.
Man verwendet dazu ganz unterschiedliche Begriffe, sei es Milieu, Parallelgesellschaften oder auch rechtsfreie Räume. Das hängt sicherlich von jedem einzelnen Fall ab und das werden wir sicherlich auch hier gemeinsam vielleicht auch kontrovers diskutieren. Fest steht, erst das unterstützende Milieu, das Sympathisantenumfeld, bringt die Möglichkeiten von Terroristen zur vollen Entfaltung. Terrorismus braucht ein Milieu, braucht ein Umfeld, das ihn nährt. Und deshalb stellt sich die Frage danach, wie ein solches Umfeld entsteht, warum es entsteht und wie es funktioniert und wie man deren Entstehung und Funktionieren verhindern kann. Wir werden das diskutieren, und zwar auf während dreier Panelsitzungen und werden diese spezifischen Bedingungen analysieren, miteinander diskutieren, und zwar einmal, wenn es um Europa geht, wenn es um Afrika geht und auch wenn es um Asien geht. Was man, ohne irgendetwas vorwegnehmen zu wollen, was man sagen kann, glaube ich, was man feststellen wird, davon gehe ich aus, dass allen gemeinsam die Ablehnung existierender staatlicher Strukturen und Institutionen ist. Primat ist stattdessen die islamistische Ideologie. Und welche praktischen Maßnahmen ergriffen werden können, um staatliche Institutionen dort zu stärken, wo sie schwach oder geschwächt sind, dem werden wir nachgehen, welche Rolle der Staat spielen muss, welche Rolle seine Sicherheitsorgane oder andere staatliche Institutionen spielen müssen und wie das Verhältnis zwischen Prävention und Repression zu gestalten ist. Das sind alles Fragestellungen, die während dieser drei Panel-Diskussionen angesprochen werden. Und ich glaube, das sind nicht nur Fragen, die sich an staatliche Institutionen richten, sondern sie richten sich auch an zivilgesellschaftliche Akteure. Es geht letztlich auch um unser Wertesystem. Es geht um unser Gesellschaftssystem. Und von daher sind zivilgesellschaftliche Akteure natürlich auch die muslimischen Verbände, aber auch viele andere gefordert, hier in die Diskussion aktiv einzusteigen. Und hier um den Tisch herum versammelt sind ja auch etliche ihrer Vertreter. Vielleicht noch ein Wort zur Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich stelle fest, mit den Bildungseinrichtungen, die wir hier in Deutschland haben, in den unterschiedlichen Ländern, wird dieses Thema, die Frage Umgang mit Terrorismus, von denen, die an unsere Veranstaltungen teilnehmen, immer mehr gefordert. Die Menschen wollen Aufklärung, wollen wissen, wie es darum steht und wie man dem begegnen kann. Die Stiftung ist auch sehr, sehr aktiv im Ausland. Wir haben mehr als 80 Büros weltweit. Und auch dort stelle ich fest, dass die Nachfrage nach der Auseinandersetzung um diese Themen in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Wir haben darauf reagiert und das nicht erst seit ein oder zwei Jahren. Wir haben im Nahen Osten unsere Präsenz sichtlich und sichtbar gestärkt, auch in Afrika, auch in Subsahara-Afrika. Wir haben ein Büro beispielsweise jetzt auch in Mali. Wir haben spezielle Büros, die sich auch mit regionalen Aspekten von Sicherheit und Migration auseinandersetzen. Zwei Mitarbeiterinnen werden heute auch sprechen, die diesen Büros vorstehen.
Wir haben zusätzlich Auslandsbüros geschaffen, die sich speziell mit dem Thema Syrien und auch Irak auseinandersetzen, gerade auch um diesem besonderen Thema Rechnung zu tragen. Ich war kürzlich in New York. Wir haben in New York ein Büro ebenfalls eröffnet, neben unserem Büro in Washington. Und auch da werden Fragen von Terrorismus und Sicherheit in dem, was wir dort tun, eine besondere Rolle spielen. Das zudem zu unserem Engagement. Ich freue mich, dass wir dies hier nicht gemeinsam machen müssen, sondern dass wir, wie ich erwähnt habe, starke Partner haben. Und deshalb möchte ich Rebecca Schmidt bitten, jetzt ebenfalls zu uns zu sprechen und ihr Grußwort an die hier Versammelten zu richten. Ganz, ganz herzlichen Dank.